Aber weißt du, das ist die ganze Story. Recordet das jetzt? Das wird gut. Voll on. Weil hier kommt jetzt der Knall. Boggies, Ladies and Gentlemen, hier kommt das Ding, wo ihr die ganze Zeit drauf gewartet habt. Seid ihr Warum ready? Sind wir auf diesem Planet? Oh fuck. Ich wusste nicht, dass das hier ist. Das ist deep, Bro. Ich hab gesagt, das ist der Kicker hier. Okay. Also, warum sind wir auf diesem Planeten? Wenn ihr denkt, ihr wisst, warum wir auf diesem Planeten sind, please schreibt das in die Comments hier unten rein. Aber schreib jetzt schnell, weil Mandy erklärt uns jetzt, warum wir hier sind. Okay, gib ihm auf. Wir sind hier, um eine Legacy zu hinterlassen. Was ist eine Legacy auf Deutsch? Legende, ne? Wir wollen ja, der Mensch will immer einen Teil von sich hinterlassen. Okay? Wir werden als biologische Wesen einfach verwesen und weg sein. Richtig. Aber danach, was bleibt? Das sind unsere großen Monumente. Okay. Das sind Sachen wie Literatur, Bücher, Filme, Musik. So verewigt der Mensch sich. Okay. 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 Jetzt die Person. Schön zuhören. Das ist jetzt alles kreative Sachen. Legacy. Ja. Ne? Das ist Creative Legacy. Okay. Dein Personal und Social Legacy wird übertragen an deine Kinder, an deine Likes. Yes. Jetzt musst du alles aufnehmen, was dein Vater dir gesagt hat. Alles Gute rausfiltern. Richtig. Alles diese Brenn, die uns gab, Krüppel, das müssen wir rausfiltern. Nein. Wow. Okay, also du musst alles rausfiltern, was deine Eltern dir geben. Also nicht rausfiltern, was ich alles. Aber du musst das, was dir die übertragen. Was übertragen die dir? Responsibilities, wie du mit Menschen umgehst. Disziplin. Hygiene. Ach, basic Sachen auch. Okay. Weißt du? Okay. Alles, was wir, wie ich gesagt habe, was Teil von unserem, was unserer Gesellschaft, die Building Blocks von unserer Society, Morals, Values und Ethics. Okay. Ne? Moralität, Wert und Ethik. Okay. Diese Sachen werden alle übertragen auf unsere Kinder. Jetzt müssen wir das nehmen, was unsere Väter uns gelernt haben. Ja. Das in unserer modernen oder in unserem Contemporary Generation. Richtig. In unserer Generation müssen wir das schmieden, dass das anpassbar ist, weil wir müssen ja für auch anpassen ja. mit Technologie und was weiß ich, weil das geht ja auch alles weiter. Und das dann übertragen auf unsere Kinder. Okay. Das ist der Kicker und das ist, warum wir auf diesem Planeten sind. Okay, da habt ihr keine TV-Station, keine Radio-Station, kein Lehrer dieser Welt geht euch diese Information, die wir euch jetzt gerade hier gegeben haben, ever in euren Live sagen. Und Wendy hat das gerade rausgerollt. Das heißt, in kurzer Zusammenfassung nochmal, wir sind auf dieser Welt, um eine Legacy, um uns weiterzubilden und die guten Sachen weiterzugeben von Generation zu Generation. Weil wenn du nicht mehr da bist, du bist gone. Die Sonne brennt dich, moff. Du bist, keiner weiß mehr, dass du da bist. Weiß. Knochen sind weiß und die sind auch irgendwann mal gone. Weg. Aber du bist da, um etwas weiterzugeben zu deiner Future Generations, damit diese Welt entstehen bleibt. Und nicht in 4 Jahren besser wird. Dass die besser wird, besser weil wir wird. Nehmen nur die guten Sachen und geben die weiter. Richtig. Wir richtig. Wollen ja nicht vorzeigen, besoffen fahren und Frauen schlagen schießen. Und Drogen. Ja. Das nehmen wir alles raus, wir nehmen die guten Sachen und geben die und weiter. Übertragen das wieder in unsere Gesellschaft mit unserem Offspring, mit unserem richtig. Und Nachkommen. Jetzt, und genau deswegen sieht man, wie wichtig das ist, kein fucking Lost Cop zu sein. Ein Lost Cop ist jemand, der doesn't give a shit, der einfach nur Scheiße baut. Okay? Deswegen sollen wir nicht so eine People sein. Ich denke, man muss für eine kurze Weile in seinem Leben Lost Cop sein. Ja. Aus Fehlern lernt man. Richtig. Und nur das nicht weitergeben. Aus diesen Fehlern, das ist eine ganz, ganz steile Lernkurve geworden. Yes. Wir haben so viel Kack angehört. Wir haben vorgelernt. Ja. Er hat gelernt. Deswegen sind wir Toppies schon, weißt du? Weil wir so viel Nein gemacht haben. Ja. Nicht Nein machen. Nein. Gut, dass es nochmal reingerollt ist. Nee, nicht Nein machen. Please. Nicht so wie wir Nein machen. Please. Red nicht Zins, mach kein Nein. Ja. Sag mein Vater immer, wenn ich wach bin. Jeden Tag, wenn du wach bist. Red nicht Please Zins und mach kein Nein. Okay.
So, there you have it. East TV bringt den Shit live, weil wir können. Dazu. Das ist Van D. Das ist mein guter Mart von way, way, way back then. Wenn ihr noch so eine Footage sehen wollt, wie wir hier durchs Town fahren und einfach über Sachen reden, die ein bisschen deeper sind als nur in Basseng springen und einen Fisch mit der Hand fangen oder ein Ei auf dem heißen Stein braten, dann bitte schreibt das in die Kommentare rein, dann wissen wir, dass wir über so einen Stuff noch ein bisschen mehr reden und dass wir auch dann der Welt zeigen, dass wir als Jugend die neuen Technologien nicht für Scheiße gebrauchen und uns 23, 25 Marshmallows in die Fresse drücken oder sowas, sondern dass wir dieses Medium hier gebrauchen, um die Welt zu verändern und besser zu machen. Schabau, ich danke, dass ihr reingecheckt habt bei East TV. Das werden die. Mein Name ist East und wir bringen den Flavor. Aue!